Freunde, und ganz herzlich willkommen zur heutigen Sendung. Heute gibt es das volle Brett für alle Thrasher unter euch. Wenn ich jetzt von Fabulous Disaster rede, dann wissen die meisten von euch schon, wer gemeint ist. Nämlich Exodus aus der Bay Area. Die nämlich haben wir aufgezeichnet auf der Tour zusammen mit Nuclear Assault und Reanimator hier in der Bochumer Zeche. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit Exodus. Let's go!
As you can well see, the name of the song is Corruption.
Okay.
So, Freunde, hier sind Steve Souza und Gary Holt von Exodus. Last time you've been in Europe, you've bei euren letzten Auftritten in Europa habt ihr zusammen mit Drifter und Les Rocket gespielt, was aber nicht so besonders gut lief. Was glaubt ihr, waren die Gründe dafür? Ja, das eigentliche Problem war die Promotion, weil wir ursprünglich nach Europa gekommen waren, um auf dem Dynamo Festival zu spielen. Erst zwei Wochen vor diesem Auftritt erfuhren wir, dass wir einspringen sollten, weil eine andere Band abgesagt hatte. Es machte das Ganze besser finanzierbar, um in London und hier auf dem Festland zu spielen. Aber eigentlich war es mehr Urlaub als eine Tour. Es hat Spaß gemacht, aber jetzt arbeiten wir hart. Ja, wir hatten genauso viel Freizeit wie Arbeitszeit und konnten so sehr viel im Lande herumreisen. Diesmal müssen wir bedeutend härter arbeiten, jeden Abend eine Show. Das mögen wir. Jeden zweiten Tag frei haben ist viel zu locker. Das neue Album Fabulous Disaster ist von der Presse besser aufgenommen worden als Pleasures of the Flesh, weil es stärker in Richtung Bonded by Blood tendiert, wie ich glaube. Ja, da stimme ich dir zu. Aber Pleasures of the Flesh ist eigentlich überall gut aufgenommen worden. Jetzt stellen viele fest, dass das neue Album besser ist und in Bezug darauf scheint sich die Kritik gegenüber der alten Platte zu verstärken. Während wir bei Pleasures of the Flesh sehr viele Produktionspausen hatten und alles sehr schleppend voranging, arbeitete bei der neuen LP die ganze Band eng zusammen. Wir machten nur Songs, die uns auch wirklich gefielen, und es sieht so aus, als ob es in Zukunft nur noch heavier werden kann. Als wir diesmal ins Studio gegangen sind, waren wir viel selbstbewusster und hatten keine Probleme mit den Produzenten, im Gegensatz zum letzten Mal, als wir einen von ihnen feuerten und dann sehen mussten, dass wir finanziell über die Runden kamen. In der Vergangenheit seid ihr öfter beschuldigt worden, gewaltverherrlichende Texte zu machen. Und wenn man sich das Stück The Toxic Waltz von der neuen LP anhört, dann glaube ich, darf man wohl sagen, dass der Text ziemlich brutal ist. Ach, nur ein bisschen. Wir provozieren gerne. Good, friendly, violent fun. Das wollen wir auch sagen. So ungefähr wie, kommt und baut eure Aggressionen ab mit Exodus, auf gesunden und vernünftigem Wege. Naja, vielleicht nicht vernünftig, aber gesund. Lasst euch nicht verletzen, kommt einfach und habt Spaß. Exodus-Shows sind sicherlich gewaltsam, aber alle haben Spaß. Also sollte man es als guten, freundlichen, gewaltsamen Spaß betrachten. Ich sehe die Leute um sich schlagen und sie lachen dabei. Also mache ich mir keine Gedanken, solange sie keine Falten auf ihren Gesichtern haben. Zwischen Bonded by Blood und Pleasures of the Flesh lag ein ziemlich großer Zeitraum. Ich glaube, ihr habt deswegen etwas an Popularität verloren im Vergleich zu Bands wie beispielsweise Megadeth, Metallica oder Slayer. Glaubt ihr, dass ihr mit eurem neuen Album eure alte Popularität zurückgewinnen könnt? Oh ja, wir haben gerade einen 7-Jahres-Vertrag mit Capitol Records unterzeichnet, weil ihr Angebot so gut war, dass niemand sonst mithalten konnte. Wer zuletzt lacht, lacht am besten, und wir werden zuletzt lachen. Ja, wir haben an Popularität verloren, aber wir werden sie zurückerobern, denn unsere Fans haben uns immer unterstützt und wir machen nichts, hinter dem wir nicht stehen und auf das wir nicht stolz sind. Jedes Jahr produzieren wir ein gutes Album. Wir haben eigentlich nicht an Popularität verloren, sondern haben keine neue hinzugewonnen. Unsere Fans sind die loyalsten der Welt. Sie stehen zu uns. Und es sind nur halt nicht so wahnsinnig viele. Ihr habt eben über euren Vertrag bei Capitol Records gesprochen. Es war im Gespräch, dass bereits Fabulous Disaster bei Capitol erscheinen sollte, aber jetzt ist es doch bei Combat bzw. Music for Nations erschienen. Das nächste Album erscheint dann also bei Capitol, richtig? Sie haben versucht, die Rechte für Fabulous Disaster zu bekommen, und es war ein dauerndes Hin und Her zwischen den beiden Plattenfirmen. Erst sagten sie ja, dann wieder nein. Schließlich haben wir Combat das letzte Album gegeben. Ja, aber als die Arbeiten an dem Album so circa September 88 abgeschlossen waren, wurde gesagt, dass Combat die LP veröffentlicht. Dann kam aber Capitol ins Spiel und wir entschlossen uns, da wir nicht wollten, dass wieder dasselbe wie bei Bonded by Blood und Pleasures of the Flesh passiert, dass Combat das Album haben soll. Der Vertrag bei Capitol ist aber unterschrieben, also wird die nächste Platte in den USA unter Capitol und in Europa bei EMI erscheinen. In America and EMI-able in
We're cap boys. We're cap daddies. So we go straight back into the show. Thank you. Wir machen gleich weiter mit Exodus. Okay.
So, Freunde, das war Exodus live aus der Bochumer Zeche. Wenn ihr das Ganze jetzt auf Videorekorder aufgenommen habt, könnt ihr es euch morgen früh vom Frühstück gleich nochmal reinknallen. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine gute Nacht und wir sehen uns nächste Woche. Macht's gut.
accentuates the lies.